Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Smokely oder Smogley, wie auch immer es ausgesprochen wird, haben wir jetzt mit 3 Sternen abgeschlossen. Ja, Duckworth Uppenbilge wäre noch offen und hier oben Hotel Underlook. Wahrscheinlich kommen danach noch ein paar mehr Krankenhäuser wieder dazu. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal bei Hotel Underlook vorbei. Ja, Hotel Underlook. Willkommen in Underlook. Das Hotel wird von Pech und schlechter Verwaltung geplagt, was zu häufigen Unfällen, Krankheitsausbrüchen und unzufriedenen Gästen führt. Da der Eigentümer von miesen Bewertungen und schwindenden Profiten die Nase voll hat, wurde nun ein medizinisches Notbudget bereitgestellt, um den Ruf des Hotels zu retten und weitere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Ihnen wurde angeboten, die brandneue medizinische Einrichtung des Hotels zu leiten. Anstatt für die Behandlung von Patienten bezahlt zu werden, erhalten Sie Geld für die Erfüllung von Zielen, die das Hotel festlegt, sowie einen monatlichen Leistungsbonus, der sich nach Ihrem Erfolg bei der Behandlung von Gästen richtet. In den ersten 3 Monaten werden alle laufenden Kosten von Ihrem monatlichen Bonus abgedeckt. Da Sie Teil des Hotels sind, werden sich alle negativen Medienberichte für das Hotel auch auf Sie auswirken. Vielleicht ist es an der Zeit, in Marketing zu investieren. Okay, und die Kirrenköter. Wir sollten mit Patienten rechnen, die an Hundeelend leiden. Diese Krankheit tritt in dieser Gegend recht häufig auf. Doch leider haben wir noch keine Möglichkeit zur Behandlung. Die Bigfoot Stiftung will in etwas Ausrüstung für uns investieren, sobald das erste Krankenhaus gut läuft. Im Marketing wird ein Assistent benötigt. Okay, wir haben schon eine Marketingabteilung scheinbar. Ja, Hotel Underlook hier in sehr weißer Pracht. Eine Toilette haben wir hier. Okay, und ja, eine kleine Frakturstation. Wir haben einen Allgemeinarzt, ja, wie gesagt, eine Marketingabteilung. Und wir haben schon eine Apotheke und sogar hier einen Easy-Scan. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, was wir für Personal hier haben. Ja, wir haben 2 Assistenten. Wir haben zwei Krankenpfleger, 2 Assistenten, einen Hausmeister und einen Arzt. Als erste Amtshandlung würde ich einfach direkt nochmal einen Hausmeister einstellen. Und ja, die Krankenpfleger müssen sich gerade abwechseln. Das ist auch nicht so schön. Werden wir hier mal noch einen reinstellen und vielleicht sogar noch einen einstellen. Ja, nehmen wir mal den. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir jetzt direkt die nächste Diagnose vielleicht errichten. Wir haben jetzt den Easy-Scan mit der allgemeinen Diagnose. Die Kardiologie können wir dann hier vielleicht nochmal reinbasteln. Mal gucken. So, einen Mülleimer. Ja, hier werden wir mit Sicherheit auch wieder Heizungen brauchen. Bei so einem Klima ist das doch fast zu erwarten. So, und vielleicht noch so ein paar Poster hier. Müssen wir mal so ein bisschen gucken. Anatomie, hier den Sehtest. Eine Ernährungspyramide fürs Laufband. Und vielleicht noch ein Zertifikat. Ja, vielleicht nochmal Bronze, Stern und Silberstern. Da kommen wir auf Prestige 4, sehr schön. Ja, und wir haben einen weiteren Diagnoseraum. Dafür brauchen wir dann natürlich auch nochmal einen Assistenten. So, neue Krankheit entdeckt, Ellbogenqual. Der Ellbogen ist wie ein Spiegel zersprungen, wie unheimlich. Okay, und hier Schenkel ohne Knochen. Der Oberschenkel wurde entbeint und ist weich und gallenartig. Die Schenkelknochen müssen nachwachsen und auf der Frakturstation gerichtet werden. Okay. So, eine Toilette haben wir. Was fehlt noch? Auf jeden Fall ein Personalraum.
Ohne den geht nichts. Ich würde eigentlich ganz gerne die Toilette umbauen, vielleicht sogar. Und stattdessen hier hinstellen. Das Ganze ein bisschen erweitern. Und die Tür zum Beispiel hier reinbasteln. Ja, wir nehmen stattdessen eine große Heizung natürlich. So, und dann lassen wir hier nämlich einen Gang. Ja, da haben dann die Leute genügend Platz, um dran vorbeizukommen. Das wird ihn ein bisschen umstellen hier. Zack. Da passt hier auch noch eine Toilettenkabine rein. Vielleicht sollen wir die aber ein bisschen mittiger sogar platzieren. Und hier das Wasserbecken vielleicht hier irgendwo hin, wenn es geht. Wenn es nicht geht, packen wir es dahin. So, großer Heizkörper kommt dann hier ein bisschen mittiger. Und dann haben wir hier hinten nochmal Platz für eine Pflanze. Na, wenn er uns denn lässt. Hallo? So. Wunderbar. Pflanze hier vorne wird wahrscheinlich ein bisschen eng. Na, passt aber. So, da haben wir das Ganze mal ein bisschen umgebaut und haben hier einen Raum dazu gewonnen. Den wir dann vielleicht sogar nochmal für einen Allgemeinmediziner benutzen können. Schauen wir mal. Ja, eine Station wäre natürlich auch noch ganz gut. Schauen wir mal, wie viele Betten wir hier unterkriegen. 6 Stück sollten es schon sein. Das wird was. Ja, da kommen noch alle dran vorbei. Wunderbar. Ja, normalerweise müsste man Aktenschränke da irgendwo hin basteln, aber wir haben halt keinen Platz. Müssen damit auskommen, was wir hier haben. So einen Abfalleimer würde ich schon ganz gerne hier irgendwo haben. Und natürlich Heizkörper, ganz wichtig. Wird schon schwierig, das jetzt unterzubringen. Mittig wäre schon ganz gut. Ja, sieht nicht schön aus, aber einzigartig. Und dann hier nochmal ein paar Pflanzen. Wunderbar. Das ist unsere Station. Ja, ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen darauf achten, dass wir auch ein bisschen sparsam bauen. Denn ich weiß nicht, inwiefern wir hier an Geld kommen. Da müssen wir echt mal gucken. Hier könnte man nochmal eine Aufnahme hinbasteln. Ja, und natürlich nochmal einen Assistenten dann dazu holen. Der hier ist doch super geeignet für die Marketingabteilung. Direkt mal gucken. Personal, so Assistenten. Genau, du arbeitest bitte nur im Marketing. Ja, der andere hat zwar auch Marketing, aber... Ja, lassen wir mal erstmal nur den einen hier rein. Okay, ich bin gespannt, wie es denn so läuft. Also eine Station haben wir, die meisten Diagnoseräume haben wir schon mal. Hier hätten wir noch Platz für einen Allgemeinarzt. Ja, und ein paar Behandlungszimmer müssen wir dann basteln. Da werden wir so ein bisschen danach gehen, was die Leute hier so für Krankheiten haben. Verbessern würde ich jetzt erstmal noch nicht. Bräuchten vielleicht auch nochmal einen Hausmeister, der Geister... einsammeln kann. Da haben wir nämlich gerade keinen. So, das neueste Ziel ist, heile 5 Patienten. Wunderbar. Dafür kriegen wir dann Geld.
Oh, hier ist kalt. Diese Leute sollen natürlich auch nicht frieren. Das will ich hier nochmal gucken. So, hier würde das Ganze losgehen. Die brauchen natürlich auch eine Heizung. Oha, ja, ich sehe schon. Ist alles sehr kalt hier. So, das dürfte es aber erstmal richten. Hier können wir nochmal einen kleinen Heizkörper hinbasteln. Ja, und natürlich müssen wir auch so ein bisschen dafür Sorge tragen, dass die Leute hier Beschäftigung haben. Also wir sind doch noch nicht ganz fertig. So, Luxusgetränke und Luxus-Snack. Abfalleimer. Das würde ich, wenn es geht, hier irgendwo hinstellen. Guck mal, hier haben wir schon Pflanzen, das ist auch gut. Würde ich nur ein bisschen anders platzieren, damit wir das auch überall schön grün haben. Ja, hier passt gar nichts mehr hin. Da könnte man aber in die Mitte halt hier die schönen Efeu-Dinger mal hinbasteln. Ja, wunderbar. Da haben wir dann genug Grün. Und das Ganze machen wir dann hier unten vielleicht auch nochmal. Obwohl, hier haben wir genug Platz für normale Pflanzen. Ja, ein Zauberkessel erhöht die Krankenhausattraktivität und das Weiterbildungstempo. Eine Ritterrüstung haben wir hier auch noch. Krankenhausattraktivität und ja, Weiterbildungstempo. So, vielleicht gucken wir auch wieder so ein bisschen, dass wir, ja, so ein bisschen Deko hier noch irgendwo platzieren, wie Anschlagbretter und sowas. Ja, irgendwie passt der hier nicht so richtig hin. Kann man hier vielleicht in die Mitte stellen. Das passt schon eher. Gut, ja. Hier muss natürlich auch ein bisschen Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Nützt alles nichts. Und da brauchen wir dann natürlich auch wieder Pflanzen. So, da gucken wir nochmal nach einer großen Heizung. Wunderbar, der passt da hinten in die Ecke, da stört er keinen. Den Mülleimer, den würde ich hier mal hinstellen. Haben wir hier wiederum Platz für eine Pflanze. Wunderbar, dann wird das Ganze auch wieder grün. So, hier bräuchten wir eigentlich auch nochmal Automaten. Irgendwie ist der Platz nicht so recht da. Na, obwohl, die können eigentlich alle hier hingehen, zu den Automaten. Okay, das lassen wir dann erstmal hier. Da müssen wir gucken, was für ein Raum da hinkommt. Ich würde fast sagen, dass da ein Allgemeinmediziner noch reinkommt. Ja, gut, lassen wir das Ganze erstmal laufen. Bin gespannt. Neue Krankheit entdeckt, Stereotyp. Inhaltsarme Beschallung aus zwei Richtungen führt zu oberflächlichem und klischeehaftem Verhalten. Zur Behandlung wird Surround Sound mit mindestens 5 Kanälen empfohlen, um Individualität zu fördern. Wird in der Apotheke erledigt. Sehr gut. Die haben wir ja schon. So, da kommt einer eingeflogen. Dem scheint es wohl nicht so gut zu gehen. Ja, wird hier direkt angenommen in der Aufnahme. Sehr schön. So, Zungenbruch. Die genaueren Ursachen dieser Krankheit sind noch unbekannt, doch der Hauptverdacht liegt auf abenteuerlichen Zungenbrechern. Wird auf der Station behandelt. Gut, dass wir die Station gebaut haben. Da würde ich eigentlich ganz gerne auch nochmal das Personal erhöhen.
So, und dann bräuchten wir natürlich auch nochmal einen Krankenpfleger, der dann da ein bisschen drauf achten kann. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir zu viel Personal haben. Was ich auch noch ganz gerne bauen wollte, ist auf jeden Fall ein Pausenzimmer. Da kommen wir nicht drum rum, liebe Leute. Das muss sein. Ja, ein Kaffeetisch findet hier sicherlich auch noch irgendwo seinen Platz. Ja, oder auch nicht. Doch, so. Sehr schön. So ein großer Heizkörper kommt da an die Wand. Und ein paar Pflanzen hier fürs Auge. Ein Kaktus hin. So, hatten wir nicht noch irgendwie ein Licht oder so? Ja, Prestige 4, das reicht doch schon mal. Eigentlich hätte ich da hinten in der Ecke gerne noch was gehabt. Okay, Spinde haben wir hier noch. Ja, können wir die platzieren. Oh, da kommt dann keiner mehr ran. Dann basteln wir den dahin. Ja, da kommt dann auch keiner mehr ran. Gut, dann lassen wir das. Okay, und eine Lampe oder so haben wir nicht. Mal kurz gucken. Vielleicht können wir ja eine freischalten. Da, eine Lampe. Na, siehst du. Macht das Ganze doch gleich ein bisschen gemütlicher hier. So, das ist der Aufenthaltsraum. Weil die... das Personal, das muss ich auch irgendwann mal ausruhen. Ist natürlich da hinten ganz. Haben lange Laufwege hier. Vielleicht können wir hier noch Personalraum hinbasteln. Müssen wir mal gucken, inwiefern das hier Auswirkungen hat. So, Heilungsrate. Das ist super. Und Patienten haben wir gleich auch schon 5 geheilt. Ich bin mal gespannt, was wir hier an Geld bekommen. Muss ja ein bisschen was rumkommen hier, damit wir uns über Wasser halten können. Heilungsrate müssen wir auch, glaube ich, oben behalten, damit die Kosten zu 100% übernommen werden. Ah ja, okay, so sieht es dann aus. Wir haben weder Plus noch Minus gemacht und Plus machen wir dann mit den Zielen, die zusätzlich von dem Hotel kommen. 35.000 haben wir hier gemacht. Das kann sich doch sehen lassen. So, Heilungsrate wird dann erhöht, damit die laufenden Kosten zu 100% übernommen werden. Okay, der Eigentümer hat unser neuestes Ziel genannt, und zwar die Frakturstation auf die Stufe 4 bringen. Das gestaltet sich mit Sicherheit ein bisschen schwierig, weil das doch schon sehr eng ist hier. Können wir eigentlich nur mit Postern machen. Ja, oder hier eben diesen Sternen. Das ist ja auch mal ganz nett. So, Silber und Bronze. Und dann holen wir uns noch einen goldenen Stern dazu. Zack. Vielleicht nochmal ein Zertifikat hier hinten ran klatschen. Hier kann vielleicht ein Anschlagbrett hin. Ah, da hört es schon fast wieder auf. Jasmine Odyssey. Ja, hier zwischen passt nichts mehr. Dann muss das da hin? Kennzeichnungen, haben wir da noch irgendwo Platz für? Könnten hier stattdessen das Fenster vielleicht rausnehmen. Ah, geht irgendwie nicht. So, da können wir leider nichts hinhängen. Passt auch nicht. Okay. Dann Trick 17. Einfach noch ein Zertifikat daneben. Reicht auch nicht. Dann nochmal ein drittes. Und ein viertes. Die kann man ja fast überall hin basteln. So, da haben wir Prestige 4 erreicht und 20.000 eingenommen. Sehr gut. Ja, wir müssen uns die Heilungsrate anschauen, dass wir wirklich jetzt mal darauf achten, dass unsere Patienten wirklich genesen und nicht sterben.
Das ist wichtig. Neue Krankheit Gesichtspalme wird in der Apotheke behandelt. Übermäßiger Frust über die Dummheit anderer zeigt sich durch palmenförmige Auswüchse im Gesicht des Patienten. Ja, warum nicht? Wir brauchen eigentlich auch einen Lehrgangsraum. So, schaffe 30 Tage ohne Todesfall. Das sollten wir hinkriegen. So, Heilungsrate muss wieder steigen. Auf 8 von 8. Schließe eine Marketingkampagne ab. Sehe ich auch gerade. Haben wir hier als Aufgabe. Lass uns doch mal ganz kurz gucken, was wir hier starten können. Eine kleine Kampagne sollte, glaube ich, erstmal reichen. Wir wollen nicht zu viel Geld ausgeben. Hauptsache, da kommen ein paar Leute. So, 30 Tage ohne Todesfall. Ja, dann legt mal los, Leute. Irgendwann schafft man das ja mal. Also 30 Tage am Stück ist jetzt auch nicht so lang. Das kann man schon schaffen. Hier sind die Hunde. Mit der Hundekrankheit. Müssen natürlich erstmal diagnostiziert werden. So, wir gucken nochmal. Da haben wir auf jeden Fall einen Hausmeister. Das ist gut. Weil einen brauchen wir, der zumindest Geister fangen kann, wenn doch mal jemand stirbt. Heilungsrate 1 von 1, okay. Oh, wir haben Ruf verloren. So, Beförderung, na klar, machen wir. Kathi Koch hat uns ihren Lieblingsspruch zukommen lassen. Er heißt, die Liebe ist die Schöpfkelle, die die Suppe des Lebens rührt. Also ich benutze eine Schöpfkelle, um Suppe in große Schüsseln zu füllen. Und nicht bilde zwei Krankenpfleger aus, das habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwann kommt. So, wir müssen also eine Weiterbildung bauen. Machen wir mal ein bisschen größer gerade. Okay, und wird halt auch ein bisschen teurer, aber das Weiterbildungstempo steigt dadurch halt auch, was immer ganz gut ist. So, und endlich haben wir hier mal ein bisschen Platz, dass wir auch mal so ein paar Sachen platzieren können. War sonst auch mal eher ein bisschen schwierig. So, definitiv eine Kaffeemaschine hier. Schön vorne. Okay, und ein paar Pflanzen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Sehr gut. Da haben wir Prestige 4 erreicht und zwei Krankenpfleger sollen wir ausbilden. Genau, dann schauen wir mal nach den Kursen. Ich glaube, Motivation ist gut. So, Ausbilder, ja. Mal gucken. Lassen wir einen Hausmeister machen. Nachwuchshausmeister hier. Nachwuchspfleger. Pflegeschülerin, guck mal. Der kann mit rein. Der kann auch mit rein. Hier ist noch ein Krankenpfleger. Wir dürfen eigentlich nicht zu viele rausnehmen, ne? Egal, wir machen das mal. Sollte ja auch schnell gehen jetzt. So, Marketingkampagne abschließen. Mal sehen, was dann hier kommt, wegen der Hundehütte. So, Patienten nach Hause schicken, können wir erstmal nicht machen. In der Gegend gab es eine Lawine, das könnte unsere Geräte beschädigen, das ist natürlich auch nicht schön. Mit Ziele abschließen, um folgendes Zimmer freizuschalten, die Hundehütte. Okay, also wir müssen sie freischalten hier, durch die Marketingkampagne. Da bin ich mal gespannt. So, und wie wir sehen, brauchen wir schon ein zweites Allgemeinmediziner. Zimmer, hier eine Arztpraxis. So, da kann eine Lampe hin, hier kann eine Lampe hin, eine Waage, eine Mülltonne und natürlich Heizkörper, ganz wichtig.
So, haben wir noch Platz für ein Bücherregal? Ja, haben wir noch. So, das gefällt mir hier nicht so gut. Da kommen wir aber, glaube ich, auch nicht dahin, dass wir das einfach ein bisschen mittiger. So, dann kann man die daneben stellen. So, der Sehtest wieder neben der Waage hier. Ein Poster für Anatomie. Leider bringen die Poster immer nicht so viel. Zertifikate bringen einiges. Aber da sollte man das natürlich auch nicht übertreiben. So, eine Uhr. Was kann man noch reinbasteln hier? Vielleicht mal so ein Silberstern oder was. Genau, dann kommen wir auf Prestige 4. Sehr toll. So, einen Arzt. Ja, der kann ja fast alles hier. Ist aber recht teuer. Ich vielleicht den erstmal nehmen. Den kann man ja noch auszählen. Pflanzen benötigen Wasser. So, jetzt haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, ein bisschen ja, zu basteln. Gucken wir mal. So schön Ständer. Und einen Tränenbrunnen hier vielleicht nochmal hin. Ja, wir müssen schleunigst was an unserem Ruf hier irgendwie machen. Geht natürlich nicht, wenn hier auch Pflanzen vertrocknet sind. Machen wir den mal, der schnell und motiviert. So, erreiche die Stufe 5 mit dem Zimmer Pausenzimmer. Ja, das lehnen wir mal ab. Können wir jetzt machen, indem wir hier einfach Zertifikate hinhauen, aber... Nein, nein, nein. Das wollen wir nicht. Ja, wir bilden schon weiter. Schön, dass du uns den Hinweis gibst, aber... Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Ja, Leute, ich sehe gerade die Folge schon wieder zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann werden wir mal gucken, wie wir hier abschneiden. Wir bilden zwei Krankenpfleger gerade aus. Das sollten wir also relativ schnell und zügig abhaken können. Die Heilungsrate, ja, ich weiß nicht. Die müssen wir halt irgendwie oben halten, damit unsere Kosten hier übernommen werden. Aber ist auch nicht ganz so schlimm, wenn wir dann nicht 100% erreichen. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen was an Kosten übernommen werden. Und ja, dann werden wir mal gucken, dass wir so schnell wie möglich die Ziele irgendwie erledigen, damit wir halt an Geld kommen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Also, bis dahin.